Hey, ich bin Blackie, ihr seid auf MTG Blackset, meinem YouTube-Kanal, und deshalb führe ich euch jetzt mal ein bisschen rum. Kurz zu mir, ich bin seit fast 20 Jahren Magic-Spieler, mit kurzen Pausen hier und dort. Bin relativ erfolgreicher Turnierspieler, hauptsächlich spiele ich Legacy, aber ich habe auch Modern bzw. auch Commander relativ lange und relativ viel gespielt. Natürlich auch Casual, aber das ist nicht mehr so befragt bei mir. Ich bin Judge, ich arbeite neben meinem Studium noch in einem Local Game Store und ich bin bekannt als Regelguru bzw. derjenige, der so ziemlich jede Frage beantwortet, relativ viel Zeit in seinem Leben mit Magic und YouTube verschwendet und Mono White spielt. Genug zu mir, kommen wir zu meinem Kanal. Auf diesem Kanal seht ihr Gameplays nur in Paperform, weil für mich ist Paper Magic das einzig wahre Magic. Produktreviews, wenn es darum geht, was für Hüllen benutze ich, Deckboxen und ähnliches, wie teste ich meine Matte. Ich mache Decktags, damit ihr seht, was für Decks denn in diesen Gameplays gespielt werden oder was generell aktuell im Legacy gespielt wird. Ich öffne relativ viel Magic-Produkte, wenn es darum geht, zum Beispiel Pre-Release-Kits aufzumachen oder eben From the Vault, manchmal Secret Lair oder eben die Booster Displays, die aber immer nur relativ selten. Weil ich öffne zweimal in der Woche jeweils noch einen Booster, das sind so 3-5 Minuten Videos, wo es nur darum geht, euch mal kurz einen Booster zu cracken, à la Crack a Pack, und einfach mal zu zeigen, was sind die Commons, was sind die Uncommons, was ist die Rare bzw. die Mythic. Dazu mache ich mittlerweile einmal im Monat ein Blackie erklärt, wo es darum geht, dass ich euch meine Meinung nochmal etwas genauer zu einem bestimmten Thema, das ihr euch aussuchen könnt, präsentiere. Wir hatten bisher eben Sachen wie Reserved List oder Proxy Talks. Ansonsten findet ihr mich noch bei diversen Podcasts, wie zum Beispiel Radio Ravnica. Und wenn ich irgendwas finde, worüber ich gerade mal mit der Community reden möchte, dann kann es auch passieren, dass ihr dort eben auch ein Video von mir noch zusätzlich als Breaking News bekommt. Wohingegen ich vor News ein bisschen zurückschrecke, die werden eher in den Podcasts behandelt, deshalb muss ich sie jetzt hier auf diesem Channel nicht unbedingt auch noch behandeln, finde ich zumindest. Ansonsten bin ich sehr kommunikativ. Ich habe Instagram, ich habe Facebook, ich habe eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mich überall erreichen, wenn ihr irgendwas schreiben wollt, irgendwie was erzählen wollt. Natürlich könnt ihr gerne in den Kommentaren noch was schreiben, wenn euch die Videos gefallen haben, natürlich dementsprechend bewerten, und vielleicht habt ihr jetzt Bock auf diesen Channel und wollt da ein bisschen mehr sehen, dann könnt ihr den auch abonnieren, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackset. Ciao, ciao.